Herzlich willkommen, mein Name ist Kathleen Bergmann und ich erkläre Ihnen die Welt des Lenormand. Es wird Frühling und deswegen habe ich ein frühlingshaft anmutendes Kartendeck ausgewählt, mit dem wir gleich eine Dreierkombination legen werden. Das ist mein Sinseiki Lenormand. Und wir legen auch schon los mit einer Überraschungsrunde. Das ist kein Orakel, sondern Sie lernen bei mir, wie man die Lenormand-Karten richtig deutet. So. Wie immer, Trommelwirbel, Spannung. Was erwartet uns? Der Turm mit dem Haus und dem Schlüssel. Jetzt haben wir hier zwei Gebäudekarten in dieser Kombination. Eine davon ist gut, das Haus, und eine andere davon, der Turm, ist weniger gut. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der Turm ist die negativste Karte überhaupt. Also der steht für mich hierarchisch gesehen noch über dem Sarg. Es gibt übrigens ein Video mit der Hierarchie der negativen Karten, denn nicht alle sind so wild und so schlimm, wie sie aussehen. Der Turm ist in aller Regel das klingt jetzt so ein bisschen drastisch, aber man muss es schon fast so sagen, er ist ein Vernichter. Er ist einer, der es mit den anderen Karten niemals gut meint. Das heißt, er wirkt sich auf seine Umgebung in aller Regel, in den allermeisten Fällen, es gibt immer Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen negativ aus. Und somit haben wir schon mal einen Anteil dieser Legung erfasst, nämlich die negative Ausstrahlung des Turmes, die vernichtende Wirkung des Turmes auf die positiven Karten Haus und Schlüssel. Haus und Schlüssel sind im Grunde genommen sich ähnlich. Denn bei beiden Karten geht es um den Gedanken der Sicherheit und der Absicherung. Und das ist so wie ein gemeinsamer Nenner. Man kann das wirklich unter diesem Stichwort zusammenfassen. Natürlich noch viel mehr auch ist zum Beispiel das Vertrauen eine gemeinsame Komponente oder eben auch vielleicht eine gewisse Bodenhaftung, eine Erdung. Und es gibt noch so ein paar weitere Merkmale, wo die beiden sich ein Stück weit übereinstimmen. Natürlich nicht ganz, jede Karte hat Bedeutungen für sich, aber das ist immer so ein gemeinsamer Nenner. Und von daher würde ich erst einmal herauskristallisieren aus dieser Kombination Haus und Schlüssel. Es geht um etwas, was an sich sehr sicher ist, stabil, fest, verlässlich. Das ist übrigens auch noch ein gemeinsamer Nenner der beiden. Die Verlässlichkeit. Wäre alles gut und schön, hätten wir da nicht den Turm an der Seite. Und der Turm macht eben genau diese Sicherheit ein großes Stück weit zunichte. Der Turm steht für alles, was Schaden nimmt, für alles, was nicht funktioniert, für alles, was unmöglich ist. Und er steht quasi für das Nicht-Gelingen. Ja, das Gelingen hätten wir in anderen Karten. Der Schlüssel kann zum Beispiel auch das Gelingen anzeigen. Und viele weitere positive Karten. So aber nicht der Turm. Der spricht sich immer genau fürs Gegenteil aus. Also für einen Misserfolg. Oder man könnte hier auch ganz konkret werden und sagen, die Absicherung, die man haben möchte, die man vielleicht auch schon erreicht hat, nimmt Schaden durch den Turm. Das heißt, es kann sein, dass man etwas von der Sicherheit verliert, dass die Sicherheit, die man erlangen möchte, gar nicht erst wirklich zustande kommt. Das heißt, man kriegt sie eben einfach nicht. Es ist gar nicht möglich, sich eine Sicherheit aufzubauen. Und das können wir auf alle möglichen Bereiche münzen. Sei es zum Beispiel, dass man gerne beruflich festen Fuß fassen möchte.
Das geht zumindest über die Zeitflanke hinweg, die wir in der Legung angesetzt haben. Es ist immer so wichtig, Zeitfaktor anzusetzen. Ich kann es immer und immer wiederholen. Arbeiten Sie immer mit Zeitfaktoren. So wissen Sie, okay, das funktioniert eben nicht. Zum Beispiel für die kommenden 3 Monate. Wenn man das jetzt ausdehnen würde und einfach fragen würde, gelingt es mir, beruflich Fuß zu fassen? Und dann liegt so nein wie hier, ja? Das ist ja erschreckend. Also so ein Szenario möchte ja keiner auf Dauer hier irgendwo zu sehen bekommen. Das ist ja absolut frustrierend und demotivierend. Und genauso muss es eben auch gar nicht kommen. Karten sind immer irgendwo zeitlich befristet. Ja, und Sie bestimmen diese zeitliche Frist. Das ist so wichtig, ich glaube, ich muss noch mal ein eigenes Video dazu machen. Aber es steht auch sehr ausführlich in meinen Büchern, wie man mit dem Thema Zeitfaktor umgeht. Und natürlich auch auf meinem kostenlosen Lenormand-Blog, auf dem Sie so viele Inhalte gesammelt aus den letzten 11, 12 Jahren, wo ich diesen Blog führe, wirklich, ich würde schon fast sagen, geschenkt bekommen. Es ist ein Geschenk, denn dieser Blog ist kostenlos zugänglich. Und so, jetzt kommen wir aber zurück zum Punkt. Das heißt, es ist unmöglich, sich eine Sicherheit zu verschaffen oder eine Sicherheit, die man bereits fest inne hat, zu halten, weiter aufzubauen. Das aufs Berufliche gemünzt, diesen festen Fuß kriegt man hier einfach nicht in die Tür sozusagen. Ja, im Umkehrschluss muss man sich eben darauf einstellen, dass es zunächst einmal chaotisch bleibt, dass es einfach noch sehr viel Irrungen und Wirrungen geben könnte, dass es eben nicht möglich ist, ein stabiles Fundament aufzubauen. Aber das alles in einem gewissen Zeitrahmen gesetzt. So, wir können das gleiche Modell jetzt aber auch auf die Partnerschaft umlegen. Und auch hier scheint vielleicht alles in trockenen Tüchern zu sein. Mit Haus und Schlüssel ist ja erst einmal an sich die Welt in Ordnung. Die Partnerschaft ist sozusagen stabil und da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln. Na, eben doch. Denn der Turm sagt aus, dass diese Stabilität so vielleicht gar nicht gegeben ist oder auch nicht aufrechterhalten kann. Und der kann mitunter auch anzeigen, dass man sich vielleicht zu sehr auf dieser Stabilität auch ausruht. Ja, dass man denkt, oh, es ist ja alles in trockenen Tüchern. Ich muss eigentlich an der Beziehung gar nicht arbeiten. Das ist wie so eine sichere Aktie, die läuft einfach von alleine. Ne? Also die ist immer irgendwie profitabel und die schenkt mir immer irgendwas. Ja, so ist es aber hier nicht. Denn hier ist vielleicht etwas schon sehr eingefahren in seiner Struktur. Und etwas extrem festgefahren. Und vielleicht braucht es hier wirklich mal so ein bisschen frischen Wind, ein bisschen Auflockerung, ein bisschen Veränderung. Ja, es ist ein starres System, das es gilt aufzubrechen. Und das ist eben eine weitere Bedeutung dieser Kombination. Wenn man sich nämlich anschaut, Turm und Haus können gemeinsam richtig dicke Mauern bilden. Ja, also ein Haus hat ja schon dicke Mauern an sich und dann kommt der Turm noch und der hat noch, ist ja wie so eine Trutzburg, ja, also der baut ja noch viel mehr Mauer auf. Also haben wir hier wirklich ein äußerst uneinnehmbares Konstrukt, ja, so etwas wie, ja, eben so eine, wie so eine Burg mit einer ganz dicken Burgmauer drumherum, die sehr gut geschützt ist, aber eben in aller Regel auch von außen kommt da niemand dran. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen uns ins Psychologische reindenken, dann kann diese Kombination eben auch bedeuten, dass jemand richtig große Mauern errichtet hat. Und diese Mauern, die sind so felsenfest, dass da nichts mehr durchgeht. Ja, also der hat in aller Regel, ich würde sagen, irgendwie sein Herz schon so richtig vermauert und zugemacht. Das bedeutet immer, Schlüsselhaus kann wirklich bedeuten, zumachen, ich will mich schützen, weil ich vielleicht schon so verletzt worden bin, mache ich immer dichter und dichter. Wir sind jetzt im Psychologischen. Und da kann das Ganze nämlich auch hier andersrum funktionieren. Dass der Schlüssel bedeutet,
das Ganze wieder ein Stück weit zugänglich zu machen. Also es gibt eine Möglichkeit, hier diese Mauern, ich würde nicht sagen einzureißen, das wäre zu viel, aber zumindest wieder einen Zugang zu bekommen, so dass man ein Stück weit hinter die Mauern blicken kann, dass einen der andere wieder in seine Welt hineinholt. Egal, ob sie schönes oder düster sein mag oder sonst irgendwas. Aber er zeigt eine gewisse Bereitschaft, jemanden hineinzulassen in seine Welt. Denn der Schlüssel hat ja die Funktion, auch etwas aufzuschließen, zu öffnen. Also werden hier die Mauern oder das Visier, wie bei den Rittern, so ein Stück weit aufgemacht. Und man kann zumindest von den Augen in die Seele blicken. Um jetzt mal noch so einen kleinen Switch reinzubringen, möchte ich Ihnen noch drei Bedeutungen zum Schluss vorstellen, die man vielleicht nicht sofort erkennen wird, wenn man auf diese Kombination schaut. Dann fallen einem zunächst andere Dinge ein. Aber die versteckten Botschaften, die sind ja häufig besonders interessant. Und da könnte man hier zum Beispiel von einer Immobilie sprechen, das Haus, die geprüft, Turm, oder eben auch besichtigt wird. Und das Ganze mit dem Schlüssel des Erfolges, also mit Erfolg. Oder, da komme ich nochmal auf die Mauern zu sprechen, die hier gebildet werden durch Turm und Haus. Das ist natürlich auch, oder kann auch mit der Privatsphäre assoziiert werden. Und hier mit dem Schlüssel, der hat ja auch eine Schutzfunktion, geht es also um den Schutz der Privatsphäre. Das sind jetzt alles Bedeutungen, die nicht ganz so häufig vorkommen, aber die durchaus mal im Einzelfall ein absoluter Volltreffer sein können. Und ein allerletztes noch, der Turm hat ja auch immer etwas mit Distanz, mit Isolation zu tun, mit Abwendung. Hier wäre eventuell die Abwendung von der Familie oder ja der Familiensituation erst einmal eine Lösung. Das muss nicht die Dauerlösung sein, aber es ist vielleicht vorübergehend der richtige Schritt. Denn der Schlüssel ist eine lösungsorientierte Karte. Und das kommt dabei raus. Also, gerne können Sie mir noch weitere Bedeutungen mitteilen, die Sie herausgearbeitet haben. Ich beantworte alle Kommentare und freue mich darauf. Bis bald. Tschüss.